Jo Leute, was geht ab? Wir waren am Start und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Und ihr habt wahrscheinlich im Titel schon gelesen, worum es geht. Irgendwas mit Unfall, mit Scooter-Tuning und so weiter. Und ja, ich wollte einfach mal meine Geschichte erzählen, denn ich bin vor zwei Tagen, also am Mittwochabend, ich drehe das Video jetzt am 4.10., am 2.10. bin ich abends um 9 Uhr mit einem Auto zusammengeknallt und es war halt so. Ich war halt wie jede Woche mittwochs im Fitnessstudio und ja, wir waren halt noch in einem Kraftkurs, haben danach kurz normal trainiert, haben uns Tschüss gesagt, sind beide auf die Roller gestiegen und losgefahren. So, ja, ich fahre dann also so die Straße entlang, wir geben uns noch während der Fahrt so die Hand, so ja, mach es gut, ne, und da habe ich halt Gas gegeben und ja, dann war halt diese Kreuzung. Links war die Straße, die kam halt so, die ging durchgehend bis nach oben und man konnte rechts abbiegen. Ich kam halt von der rechten Seite. Und es war halt so, dass ich ein bisschen weiter links gefahren bin. Ich habe auch nicht wirklich nach links geguckt, es war dunkel und ich habe Musik gehört beim Fahren und so weiter. Und ich habe also Vollgas gegeben, dreh einfach nach links ab und dann habe ich eigentlich nur noch das Auto gesehen. Und dann war schwarz, dann war einfach weg. Ich weiß einfach nichts mehr. Und ich weiß auch nicht mehr genau, wann ich wieder aufgestanden bin. Ich weiß nicht, wo ich lag, ob ich auf dem Boden lag, im Feld oder auf dem Auto drauf. Keine Ahnung mehr. Ich weiß von dieser Stelle irgendwie nichts mehr. Auf jeden Fall, ich kam halt wieder zu mir. Und auf dem Boden habe ich erstmal so Flecken gesehen. Ja, es war Flüssigkeit. Ich kann ja auch mal Bilder im Hintergrund einblenden. Und ich dachte erst, es wäre Blut und ich dachte erst, boah, du hast jetzt irgendwas richtig Schlimmes. Normal, ich habe gezittert, ich hatte den Schock des Lebens, ich habe keine Schmerzen, ich habe einfach nichts empfunden, ich war einfach Staub, ich war einfach taub, ich war einfach, ich konnte nix, ja, es war einfach gar nichts. Ich bin einfach nur ein bisschen rumgegangen und habe mich umgeguckt, ja, ich war einfach so unter Schock, ich habe gezittert. So, ja, ich guck mich erstmal um. Sehe halt diese Flecken auf dem Boden, fass mir an den Kopf, guck so, ob mir alles gut geht, wo ich offene Wunden habe und so weiter. Und man hat schon gesehen, meine Hose war ein klein bisschen, zerrissen, sage ich mal. Ich habe die ganzen Beine voller Schürfwunden, mein Fuß ist geprellt, der Knochen ist so angeprellt, also es ist wirklich übel. Aber ich hatte so gesehen noch Glück im Unglück, weil ich ja, ich habe mich irgendwie in einem Flug, wo ich mit dem Auto, ich bin ja dann auf die Frontschutzscheibe von ihm geflogen, mit dem Kopf. Ich habe mich irgendwie nach hinten gedreht, also ich bin irgendwie mit dem Rücken gelandet. Und ja, hätte ich mich nicht umgedreht, dann hätte ich eventuell sogar sterben können. Also war schon übel. Auf jeden Fall, ich habe wahrscheinlich den geilsten Schutzengel der Welt. Wenn ich den irgendwie sehen könnte, würde ich einfach Danke sagen, ja. Aber schon krass, dass ich überlebt habe. Es war wirklich übel, ja. Und ein Kumpel von mir war halt hinter mir mit dem Roller. Der hatte auch übelst den Schock. Und das ganze Auto von dem vorne war alles kaputt. Mein kompletter Roller ist zerfetzt worden in ganz, ganz viele Teile. Ich kann euch ja mal Bilder einblenden. Das war die Sonnenbrille. Ich habe komplette Teile von meiner, ich habe meine ganze Verkleidung ist abgerissen, alles durchgebrochen, Roller, alle Kabel zerfetzt, alles kaputt. Und ich bin nur mit einem geprellten Fuß rausgekommen. Ihr glaubt mir gar nicht, wie dankbar ich bin, dass ich nicht so eine scheiß High-End-Roller hatte und bin damit 90 reingerast, weil dann wäre ich zu 1000% jetzt tot. Und das ist schon übel. Und ich weiß nicht, mir geht's einfach gut. Ich weiß nicht, das ist total komisch, weil eigentlich müsste es mir scheiße gehen, eigentlich müsste ich jetzt im Krankenhaus liegen, aber irgendwie hatte ich so einen geilen Schutzengel, dass mir einfach nicht wirklich was passiert ist und auf jeden Fall krasse Sache, Leute. Auf jeden Fall ein Tipp von mir, macht niemals euren Roller auf oder irgendwas, das ist einfach nur behindert. So, das war jetzt so der Teil, jetzt kommt noch ein bisschen was Lustiges. Was heißt lustig? Natürlich war es dann so, dass die Polizei gerufen wurde, ich meine, das ist ja ganz normal. Ja, dann kam halt die Polizei an und guckt sie erstmal so ein bisschen um, nimmt Kontaktdaten auf und so weiter. So, dann geht der Typ mit seiner Taschenlampe an meinen Roller dran. So, ich denke mir erstmal nichts, auf einmal guckt er. Guckt so die Vario, mein Roller hat halt bald gebraucht, ich habe einen TGB, der ist jetzt nicht so mega neu. Und naja, er guckt so die Vario an. Ey, da fehlen noch ein paar Schrauben, hast getuned, das Ding hat's getuned. Ich so, nee, hab ich nicht getuned. Der so, warum hast du denn zwei Helme dabei? Ich so, ja, ich habe eben bei meinem Kumpel den Helm abgeholt, weil, ich habe den halt ausgeliehen und so weiter. Der so, ja, komm, da war da noch ein zweiter hinten drauf gerade. Ich so, nee, wie zweiter hinten drauf? Ja, komm, der ist eh weggelaufen. Ich so, was labert der? Richtiger Lappen. Und dann, musste ich dem noch sagen, die Nummer von dem Kumpel, wo ich mir den Helm abgeholt habe. Dann hatte die Mutter angerufen, gefragt, ob ich mir den Helm da echt abgeholt habe. Dann hat er sich aufgeregt wegen so behinderten Fußstelzen. Ja, kennt ihr das, wenn die so die Füße auf so kummige Dinger draufstellen könnt? Ich weiß gerade den Namen nicht. Die hatte ich halt nicht dran. Ich hatte nur dieses kummige Ding, wo man die dran drehen dran. Das hatte ich dran. Und er so, komm, die Dinger hast du gerade eben abgemacht. Ich so,
Alter, ich dachte einfach nur, ist der Typ irgendwie hängen geblieben oder so. Ich, mega den Schock, war todes am Zittern, mir tut alles weh. Und er kommt mir da mit so einer Scheiße, als ob ich noch an meinem Roller rumgeschraubt habe. Aber, Alter, ohne Witz, scheißegal. Ich war in dem Moment einfach nur froh, dass es mir gut geht und so weiter. Und, ja, ist jetzt halt kacke mit dem Schaden. Ich bin ein Stück weiter links gefahren, deswegen bin ich auch teilschuld. Und es kann sein, dass ich keinen neuen Roller kriege. Das wäre richtig scheiße, weil, ja, ist halt behindert, ne, mit Fitnessstudio und so immer mit dem Bus zu fahren. Aber naja, ich bin im Großen und Ganzen einfach mal dankbar, dass ich überlebt habe, weil jeder hat mir gesagt im Krankenhaus, überall hat mir jeder erzählt, es hätte anders ausgehen können, du könntest querschnittsgelähmt sein, du könntest tot sein und so weiter. Und deswegen, liebe Leute, ich weiß, dass auch ein paar Zuschauer von euch 12 oder 13 sind, tunt nicht euren Scheißroller. Ihr seid dadurch nicht cooler, es ist halt, natürlich ist es geil, schneller zu fahren oder so, aber Leute, irgendwann baut ihr eh einen Unfall und sag's euch, wenn ihr damit 80, 90 gegen ein Auto rast, dann war's das. Dann ist alles weg und das nur, weil ihr ein bisschen schneller fahren wolltet, dann nimmt man sich doch lieber Zeit und fährt etwas langsamer, oder? Naja, ich wollte mal so viel einfach mal dazu sagen, auch mal berichten, warum jetzt keine Videos kamen. Wie gesagt, ich war halt die halbe Nacht am Krankenhaus, dann ging's mir halt scheiße und so weiter, Stimmung war ein bisschen im Keller. Und, naja, was soll ich noch sagen? Also wie gesagt, Leute, tunt keine Roller und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ist zwar nichts, was einem gefallen kann, was mir passiert ist, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen unterhalten. Und naja, ich würde mich natürlich wieder um einen Daumen nach oben freuen. Und ansonsten war es das soweit von mir. Haut rein, das war gerade creepy. Haut rein, wir sehen uns beim nächsten Video. Skurre, skurre. Okay, es muss jetzt sein. Auf Wiedersehen, haut rein.